darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir sind hier in Altenberg, ein Ort, der für Odenthal, für den ganzen rheinisch-bergischen Kreis, weit über das Bergische Land hinaus so bedeutsame und bekannte Ort. Wir haben den Dom im Hintergrund. Ja, und hier lebten die Zisterzienser. Altenberg ist aufgrund seiner Spiritualität, seiner Kulturhistorie und überhaupt seiner Geschichte von enormer Bedeutung. Und ich unterstütze sehr das Projekt Zisterscapes und die Bewerbung um das europäische Kulturerbe. Die europäische Vernetzung durch das Projekt mit 17 anderen Klosterlandschaften verteilt über ganz Europa ist es gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig, sich miteinander zu vernetzen und zu zeigen, es gibt Dinge, die für einen Zusammenhalt stehen, und dafür ist dieses Projekt Zisterscapes und die Bewerbung um das europäische Kulturerbe ein ganz wichtiges Zeichen.